Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Erik in Portland, Oregon. Hi Erik. Hi Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, stell dich doch mal vor. Ja, also ich bin bei Wikipedia schon seit Anfang dabei, also seit Dezember 2001. War in den Anfangsjahren sehr als Autor aktiv und auch bei der Entwicklung von MediaWiki mit dabei, von 2002 an. Und dann von 2008 bis 2015 war ich der stellvertretende Geschäftsführer der Wikimedia Foundation in San Francisco. Habe die Foundation dann im April 2015, Ende April, verlassen und arbeite seitdem an einem neuen Projekt namens LibReviews, eine offene Datenbank für Rezensionen. Schaue immer noch bei Wikipedia ab und zu rein, habe jetzt zuletzt gerade, glaube ich, den englischsprachigen Wikipedia-Artikel über die Donald J. Trump Foundation angelegt vor ein paar Monaten, der sich recht schön entwickelt hat seitdem. Das ist die mehr oder weniger gemeinnützige Stiftung von Donald Trump. Das war in der Wahlkampagne hier ein großes Thema. Ja, ich schaue also immer noch ganz gerne mit rein bei Wikipedia und arbeite bei Gelegenheit mit. Habe gerade jetzt auch bei Translate Wiki wieder ein bisschen was gemacht, also bin immer noch bei der Community mit dabei. Mhm. Bist du Deutscher? Ja, ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in Nähe von Köln im Oberbergischen Land. Mhm. Und dann, als ich 20 Jahre alt war, bin ich nach Berlin gezogen fürs Studium. Und dann von dort später dann nach San Francisco. Und jetzt lebe ich seit 8 Jahren in Amerika mit einer Green Card, auch mittlerweile seit einigen Jahren. Also du hast immer noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Ich habe noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das muss ich mir jetzt auch noch gut überlegen, ob sich das ändern soll in Zukunft oder nicht. Aber ja, ich könnte also jederzeit wieder nach Europa. Ja, ich war bald so ein bisschen irritiert, weil du einen leichten amerikanischen Akzent hast. Ja, das ist schwierig, wenn man in einem anderen Land lebt. Irgendwann klingt man weder wie ein Amerikaner noch wie ein Deutscher. Man hat dann diesen wobbeligen Akzent in beiden Sprachen, aber ja, gut. Meine Eltern weisen mich auch gemäßig darauf hin, dass ich immer noch wie ein Amerikaner klinge, wenn ich Deutsch spreche. Tja, okay. Du hast bei Deborah Weber-Wulf studiert, hat sie mir erzählt. Ja, sie war Professorin an der Technischen Fachhochschule in Berlin, wo ich mein Medieninformatikstudium absolviert habe, Anfang des Jahrhunderts. Und ja, sie war eine sehr, sehr gute Professorin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Mediendidaktik war das Fach, was sie unterrichtet hat. Und hatte dann erst nur durch Zufall festgestellt, dass sie auch bei Wikipedia mit dabei war. Sie war dann auf dem Gründungstreffen von Wikimedia Deutschland, glaube ich, mit dabei gewesen, wo ich dann das erste Mal gesehen habe, oh, sie machen hier auch mit? Oh, du machst hier auch mit? Ja, wise women. Genau, die hatte ich ja auch schon im Podcast, da hat sie das erzählt. Du hast Informatik studiert und Berlin und dann bist du auf die Wikipedia gestoßen. Das war wahrscheinlich 2001, 2002, wann war das? Ende 2001, da war ich noch an der Uni, als das angefangen hat. Hm. Und während des Studiums und auch nach dem Studium habe ich lange als freier Journalist gearbeitet für viele deutsche Medien, Telepolis, die Taz in Berlin. Habe ich regelmäßig Artikel geschrieben über Themen wie Internetzensur und solche Dinge. Und eben dann aber auch bei Wikipedia sehr tief eingestiegen. Und diese freiberufliche Arbeit hat es mir lange Zeit möglich gemacht, viel Zeit in das Hobby reinzustecken, was mir wichtig war. Und das hat es dann letztlich auch möglich gemacht, dass dieses Hobby sich dann auch zum Beruf weiterentwickeln konnte. Und wie bist du zur Foundation gekommen? Das hat angefangen, dass ich in das Board of Trustees gewählt wurde, das Kuratorium der Wikimedia Foundation, in der Wahl im Jahr 2005, wenn ich mich nicht irre.
Und dann über die Rolle im Kuratorium, das war ein interessanter Zeitrahmen, in dem ich dort in das Kuratorium eingestiegen bin. Da war die Foundation gerade auch in eine kleine Krise reingerutscht. Was war das für eine Krise? Das ist ja, da gibt es ja noch mehrere. Offensichtlich. Die Foundation hatte gerade ihren ersten Interim-Geschäftsführer eingestellt, als ich dort angefangen habe. Und der hatte dann aber schon nach ein paar Monaten die Foundation wieder verlassen. Und die Stiftung stand dann ohne Geschäftsführer da. So dass das Kuratorium dann selbst, wie das einige Chapters über die Jahre auch erlebt haben, kurzfristig einspringen musste und dann tatsächlich einzelne Boardmitglieder sich dann um Teile des Alltagsgeschäfts gekümmert haben für einige Monate, bis eben ein neuer Geschäftsführer gefunden war. Und diese Geschäftsführersuche endete dann mit Sue Gardner, die erste permanente Geschäftsführerin der Foundation. Und Sue und ich haben an einigen Projekten zusammengearbeitet, als ich noch an Bord war. Dazu gehörte zum Beispiel auch die Vorbereitung auf die erste Spendenkampagne, wo es eben damals noch im Staff der Foundation relativ wenige Mitarbeiter gab, die sich darum kümmert. Das war alles nur eine reine Engineering-Angelegenheit zu dem Zeitpunkt. Es gab noch keine permanente Fundraiser-Position in dem Sinne. Und ja, durch diese Zusammenarbeit hat dann so zu irgendeinem Zeitpunkt dann gesagt, ja, also um diesen Job zu machen, brauche ich jemanden, der diese Community sehr gut kennt, das von innen und von außen, der die Technik sehr gut kennt. Was würdest du dazu sagen, bei der Foundation als stellvertretender Geschäftsführer anzufangen? Und mir dabei zu helfen, dieses ganze komplexe Projekt zu verstehen und die Organisation aufzubauen. Und ja, ich habe dann die Stelle im Kuratorium niedergelegt und dann haben wir es eben versucht. Ich bin nach San Francisco gezogen im Januar 2008 und schon nach einigen Monaten, das war mehr ein Glücksfall, ist es mir gelungen, einen ersten Grant in Höhe von $3 Millionen für die Wikimedia Foundation zu sichern. Das war damals der größte Grant, den die Foundation je erhalten hat. Für viele Jahre blieb es auch noch so. Und das war der Grant von der Sloan Foundation. Und das war möglich, da ich als Boardmitglied schon Kontakt gehabt hatte mit dem Projekt Encyclopedia of Life, das von der Sloan Foundation finanziert wurde. Und dann dort durch ein Meeting eben weitere Kontakte geknüpft habe. So dass schon sehr früh, glaube ich, da eine Vertrauensbasis geschaffen wurde, dass wir zusammen Dinge erreichen können. Und Sue und ich haben uns über die Jahre sehr gut verstanden und, glaube ich, auch einiges Gutes aufgebaut zusammen. Wie heißt diese Foundation? Wie kannst du das buchstabieren? Das ist die Sloan Foundation, Alfred P. Sloan, S-L-O-A-N, die auch immer noch zu den Unterstützern der Foundation, Wikimedia Foundation, gehört. Interessant. Ja, in den Vereinigten Staaten ist es so, dass viele Milliardäre zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, ich möchte mein gesamtes Vermögen guten Zwecken widmen und dann gründen sie halt diese riesigen Stiftungen. Und die Sloan Foundation ist eine von den Stiftungen, die schon sehr alt sind. Ich glaube, in den 30er Jahren gegründet wurde, des vergangenen Jahrhunderts. Und die haben daneben ein riesiges Endowment, das für sie dann jedes Jahr ein Einkommen generiert, das sie in gemeinnützige Zwecke investieren können. Und Foundations wie die Sloan Foundation und Ford Foundation und andere haben der Wikimedia Foundation über die Jahre in diesem System Unterstützung gegeben. Und viele gemeinnützige Organisationen in den USA sind sehr von diesem Foundation-System abhängig. Viel, viel mehr, als das in Deutschland mit den Stiftungen der Fall ist. War das irgendwie zweckgebunden oder haben die irgendein Ziel damit verfolgt? Sie nannten es Institutional Support. Wir haben uns von Anfang an darauf geeinigt, dass die Foundation in dieser Anfangsphase noch nicht in der Lage sein wird, wirklich zu sagen, okay, here is a very specific project, please execute according to this plan, sondern wir mussten
schon in grundsätzliche Dinge erstmal investieren, wie eben auch die Kapazität zum Beispiel selber Spenden zu sammeln, eine Fundraising-Position, das Engineering-Team aufbauen und so weiter. Wir haben also ihnen einen Plan vorgelegt, welche Bereiche der Foundation wir aufbauen wollen und wie wir investieren wollen. Und sie haben auf Grundlage dieses Plans dann in die Foundation als Ganzes ein Institutional Commitment gemacht. Ich dachte immer, du sagst der Technikchef, aber tatsächlich warst du stellvertretender Geschäftsführer. Ich war beides. Also von Anfang an war ich stellvertretender Geschäftsführer und die Chief Technical Officer Position, die zu diesem Zeitpunkt von Brian Wilbur besetzt wurde, berichtete an mich, was eine etwas ungewöhnliche Konstellation war. Das heißt, Brian und ich haben de facto also die Technikabteilung zusammen aufgebaut und Sue war relativ wenig direkt darin involviert. Und dann später hat Denise Cooper die Chief Technical Officer Position besetzt und dann ab, glaube ich, 2011 habe ich dann selbst in der Position Vice President of Engineering mich auf die auch die Alltagsgeschäfte der Technikabteilung voll konzentriert für einige Jahre lang. Was war deine Motivation, das zu machen? Überhaupt bei der Foundation anzufangen? Ja. Für mich war es eine unglaubliche Gelegenheit, wirklich ein Projekt, das ich sehr schätzte, zu helfen, eine neue Größenordnung zu erreichen, was die Möglichkeiten angeht. Also wenn ich zurückdenke an das Jahr 2005, 2004, wir hatten über Projekte wie Wikidata zum Beispiel schon diskutiert, der ursprüngliche Wikidata-Vorschlag. Ich hatte einen geschrieben, andere Leute wie die Entwickler hinter Semantic Media Wiki, Markus Kotsch und Danny Vandercic, haben sich engagiert in dem Bereich und haben eben die Semantic Media Wiki Extension entwickelt. Aber diese ganzen Vorhaben scheiterten, wenn es wenn es zur Integration mit Wikimedia-Projekten ging, weil einfach die technischen Ressourcen nicht vorhanden waren. Es gab zu diesem Zeitpunkt wirklich nur genügend Ressourcen, um gerade mal eben die Server am Laufen zu halten und auch das mit relativ vielen Outages. Ich erinnere mich, ja, dass es öfter mal dann nicht verfügbar war. Ja. Ja, und für irgendwelche ambitionierteren Projekte war schlicht kein Geld da, waren schlicht keine Entwickler da. Und das ist ja nur der Technikbereich. Wenn wir jetzt in den letzten Jahren zurückdenken, dieser ganze Bereich, der aufgebaut wurde von sowohl der Foundation als auch den Chaptern, wie institutionelle Partnerschaften mit kulturellen Organisationen, Fellowships und solche Dinge. All diese Dinge waren überhaupt nicht denkbar zu diesem Zeitpunkt. Und für viele Leute, die damals Anfang der 2000er in Wikipedia involviert waren, war schon absehbar, dass da viel machbar sein würde. Aber ohne die Ressourcen ging es halt nicht. Oder ging halt weniger, sollte man mal sagen. Und für mich war also die Motivation sehr groß, mal zu schauen, was man erreichen kann, wenn man wirklich da eine professionelle, gemeinnützige Organisation aufbaut. Und ja, das war mein Ziel gewesen, als ich dort angefangen habe, die Organisation aufzubauen, die Technikabteilung aufzubauen, aber gleichzeitig eben das Commitment der Wikimedia Foundation, was die Werte und was die Ziele angeht, zu wahren. Und deshalb haben wir zum Beispiel vor einigen Jahren, als es um diesen Konflikt um die Gesetzgebung SOPA und PIPA ging, gesehen, dass die Wikimedia Foundation in der Lage ist, wirklich auch einiges politisches Gewicht zum Ausdruck zu bringen, wenn es um konkrete Gesetze geht, die wirklich die Existenz der Wikipedia bedrohen. Und in dem Fall eben dieser Blackout dazu geführt haben, dass diese Gesetzgebungsvorhaben letztlich gestoppt wurden. Und das für mich ist das eines der konkretesten Beispiele dafür, dass die Wikimedia Foundation eine Organisation ist, die zwar gewachsen ist, aber immer noch ihren Werten treu ist. Du bist ja der Wikipedia immer noch verbunden. Was denkst du über den Softwarestand und wie soll der sich weiterentwickeln? Wie sollte er sich weiterentwickeln?
Also ob es Wikipedia ist oder irgendein anderes Technikprojekt, das schon seit langer Zeit existiert, die Probleme sind in allen Fällen ähnlich. Wenn Software lange Zeit inkrementell verbessert und verändert wird über viele Jahre hinweg, führt das zu dem, was wir im Englischen als Technical Debt bezeichnen, technische Verschuldung. Viele Probleme, die die Entwicklung von neuen Funktionen schwieriger machen. Und das im konkreten Fall bedeutet, dass du möchtest irgendwie eine Funktion zu einer Software hinzufügen, aber in dem Moment, wo du eben versuchst, diese Integration zu bewerkstelligen, kommen an allen Ecken und Enden irgendwelche Probleme auf, die du nicht vorhersagen konntest, weil die Software eben so komplex geworden ist und auch nicht unbedingt in jeder Hinsicht testbar ist, dass solche Probleme eben erst nach der Integration auftreten. Und das ist ein sehr bekanntes Problem und das ist eben ein Problem, das wirklich auch Websites wie Facebook und PayPal und Yahoo und so weiter auch haben, wenn sie eben nach vielen, vielen Jahren versuchen, Änderungen an bestehenden Plattformen durchzuführen. Und die einzige wirkliche Antwort darauf, meiner Erfahrung nach, ist es im Technikbereich genügend Ressourcen zu allokieren, dass nach und nach einige dieser systematischen Probleme in einer Programm-Code-Basis gelöst werden können. Dass die Softwareentwickler also Zeit haben, nicht nur zu sagen, wir möchten jetzt dieses oder jenes Feature entwickeln, das jemand möchte, sondern wir möchten hier Tests schreiben oder wir möchten hier diesen kompletten Bereich der Software neu schreiben, damit es stabiler funktioniert und zuverlässiger funktioniert und einfacher ist für Neuentwickler einzusteigen. Und das ist manchmal für Leute in Managementpositionen schwer nachvollziehbar, wenn ein Entwickler sagt, ja, das Einzige, was dabei rauskommt, wenn ich hier 3 Monate an diesem Projekt arbeite, ist, dass es für jemanden anderen leichter wird, Code zu schreiben. Und das ist meines Erachtens, glaube ich, immer die Dynamik, die sich so einstellt, ist, dass eben Leute in Managementpositionen größeres Verständnis dafür haben müssen, dass im Technikbereich wirklich auch Zeit investiert wird, um technische Rückstände aufzuholen und tatsächlich grundsätzliche, fundamentale Probleme in der Plattform zu lösen, wenn die Lösung nicht notwendigerweise gleich zu einem benutzersichtbaren Ergebnis führt. Und passiert das gerade in der Foundation? Das kann ich von außen schwer beurteilen. Gut, dann reden wir von der Zeit, als du noch dabei warst. Ich nehme an, dass es sich nicht viel verändert hat gegenüber der Situation, wie sie damals war. Zum Ende meiner Zeit im Technikbereich haben wir mehr und mehr versucht, wirklich auch konkret Zeit dafür freizustellen, zu sagen, okay, dieses Quartal beschäftigen wir uns als Priorität mit der Testplattform. Wir machen es leichter, den Code zu testen und wir konzentrieren sehr viele Ressourcen nur darauf, Code testbarer zu machen. Und ich weiß nicht, ob auch in der Richtung mehr passiert jetzt wieder oder nicht, aber meiner Erfahrung nach sind solche eben fokussierten Investitionen von Aufwand und Energie wichtig, auch konkret damit den Entwicklern zu sagen, dass diese Arbeit geschätzt wird. Aus meiner Sicht ist es, aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit Softwareentwicklung, ist es als Softwareentwicklung sehr schwierig, wenn auf Management-Ebene solche Arbeit nicht wertgeschätzt wird, sondern eben halt bestenfalls toleriert wird, sondern es muss wirklich von oben gesagt werden, das ist eine Priorität. Wir müssen unsere Codebase auf fundamentaler Ebene verbessern. Wir müssen es testbarer machen. Wir müssen es vereinfachen, für neue Entwickler neue Features zu entwickeln. Wir müssen bessere Daten sammeln und so weiter und so fort. Und war das zu deiner Zeit so, dass die Wertschätzung da war, das Verständnis? Ich kann natürlich meine eigene Arbeit als Leiter der Technikabteilung schwer beurteilen, aber ich kann dazu nur sagen, dass für mich persönlich ich mehr und mehr mich darum bemüht habe, das deutlich zu machen, dass das wichtig ist. Und zum Beispiel so Dinge wie der Aufbau des Analytics Departments bei der Foundation über Jahre hinweg
haben eben dazu geführt, dass wir eben nun in der Lage sind, bei jedem Feature zu sagen, okay, wir möchten jetzt messen, wie viele Leute eigentlich auf diesen Button klicken und dann aufgrund dieser Datenerhebung eine Entscheidung treffen, ob dieses Feature in der Software verbleiben soll oder nicht. Das ist einfach nur ein solches Beispiel. Oder auch zum Beispiel, wir haben sehr viel Energie da reingesteckt, es möglich zu machen, dass wir die Software wirklich jede Woche aktualisieren können. Als ich angefangen habe bei der Foundation, über Jahre hinweg war es so, dass es wirklich Monate gedauert hat, bis die Software aktualisiert war. Das ist eine Standardindustriepraxis, ist es wirklich zu sagen, dass wenn du eine Änderung machst in der Software, sollte diese Änderung so bald wie möglich auch in der Realwelt sichtbar sein. Und wir haben eben bei der Foundation dann diesen Release Train entwickelt, der es möglich macht, über Tage hinweg eben eine spezifische Softwareänderung erst in Testwikis loszulassen, und dann die kleineren Wikis und letztendlich dann halt die ganz großen Wikipedias, sodass wir sowohl Frühwarnung haben, wenn irgendwas schief geht, aber andererseits auch einen kontinuierlichen Rhythmus. Und das Problem, wenn du solche Änderungen nur alle 6 Monate machst, ist, du hast dann diese Big Bang Releases, wie man es in der Softwareentwicklung bezeichnet, wo dann riesengroße Änderungen ganz plötzlich auf die Welt losgelassen werden. Und dann explodiert halt jede Menge, weil eben bestimmte Dinge erst in der Realwelt sichtbar werden. Ein gutes Beispiel dafür in der Wikipedia-Welt sind diese ganzen Gadgets, die zum Beispiel für Benutzer verwenden, wo dann ein Nutzer dann halt für sich nur irgendwelche JavaScript-Änderungen aktiviert hat, die dann in Konflikt stehen mit irgendeiner Softwareaktualisierung. Und wenn du halt so einen ganzen Ballencode hast, der sich über Monate akkumuliert hat und nie getestet wurde mit realen Benutzern, ist eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann zu Konflikten und Problemen kommt. Das heißt, ich denke, dass wir schon messbar und in sichtbarer Weise vieles verbessert haben, was die Entwicklung angeht. Wir haben auch zum Beispiel eine Abteilung gegründet, die nennt sich Team Practices Group. Und deren Job ist es wirklich nur, Softwareentwicklungsteams dabei zu helfen, ihre Prozesse zu optimieren. Das heißt, ein Softwareentwicklungsteam mit den Tools und den Projektmanagementmethoden zu unterstützen, die dem Team helfen, zu sagen, okay, wir möchten unsere Arbeit beurteilen, wir möchten besser einschätzen können, wie lange es dauert, ein Feature zu entwickeln. Wir möchten sehen, wie viele Tests wir für unseren Code geschrieben haben und das kontinuierlich visualisieren. Wie können wir das am besten machen? Dass halt diese ganzen Praktiken, die für Softwareentwicklung wichtig sind, auch kontinuierlich optimiert werden. Das war mir sehr wichtig. Als du bei der Foundation angefangen hast, das war 2007. Ist das richtig? Anfang 2008, Ende 2007. Ja. Da war das aber auch schon Industriestandard, also diese kurzen Zyklen zu haben und. Ja, und die Foundation hatte ja damals nur 3-4 Mitarbeiter und. Ah, okay. Ja. Das heißt, es war eine ganz, ganz kleine Klitsche. Und die ganzen Prozesse, die damals bei der Foundation verwendet wurden, waren letztlich die Prozesse eines Open-Source-Projekts. Das heißt, in einigen Bereichen war sehr viel schon vorhanden an Infrastruktur. Also Sachen wie eben Bugzilla existierten seit vielen, vielen Jahren, während einige vergleichbare kleine Unternehmen noch nicht mal ein Code-Versioning-System haben, notwendigerweise, weil natürlich solche Standardwerkzeuge waren natürlich schon seit Jahren vorhanden, während in anderen Bereichen aber komplett mangelte. Zum Beispiel was Dinge wie Agile Development Prozesse angeht, existierte da viele Jahre erstmal nichts. Und was auch grundsätzlich Infrastruktursysteme angeht, wie ein Staging-Environment, wo man wirklich systematisch sehen kann, ob
spezifische Funktionen funktionieren. Da hatte ein Freiwilliger oder ein Mitarbeiter vor einmal also eine Seite eingerichtet namens test.wikipedia.org, wo man halt kurz eine Vorschau bekommen könnte, was für einen Code man letztlich auf die Realbenutzer loslassen würde. Aber darüber hinaus gab es an Testsystemen zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt nichts. Das heißt, es mussten viele grundsätzliche Systeme und Prozesse erst aufgebaut und entwickelt werden. Auch wenn es in der Industrie da viele, viele bestehende und existierende Beispiele dafür gab, wie sowas aussehen konnte oder müsste, hatte diese Foundation zu diesem Zeitpunkt schlicht nicht die Ressourcen und nicht die Mitarbeiter, um diese Systeme zu entwickeln. Ach, das ist interessant. Du bist also dazugekommen, als drei Entwickler bei der Foundation gab. Ja, ungefähr. Das wurde dann aber aufgebaut in einem gewissen Maße. Ja. Ja. Aber verglichen mit Facebook oder Google immer noch in einem super kleinen Maßstab. Ja, also natürlich, diese Großunternehmen haben zigtausende von technischen Mitarbeitern, wo man natürlich auch dazu sagen muss, dass sie entsprechend auch viele, viele Nebenprodukte und Projekte initiieren, irgendwelche spezialisierten Apps und so weiter, die Foundation schlicht nicht entwickelt und nicht entwickeln kann. Wie ist denn der, also wir reden ja von MediaWiki, von der Software, die allgemein auch verwendet wird, aber die am bekanntesten dafür ist, in der Wikipedia und für die anderen Projekte der verwendet zu werden. Wie würdest du das beschreiben? Das ist ja nun ist es noch ein Community-Projekt oder ist es ein Foundation-Projekt? Ist es eine Mischform? Es ist eine Mischform und es war viele Jahre lang eine Mischform. Und die Foundation ist nach wie vor single biggest committer, der meiste Code wird von der Wikimedia Foundation beigetragen. Mittlerweile aber eben gibt es auch große Partner wie Wikimedia Deutschland im Wikidata Projekt. Und es gab eben über Jahre hinweg immer viele einzelne Mitarbeiter aus der Community, die entweder spezifische Interessen hatten, an irgendeiner Erweiterung zu arbeiten oder vielleicht dann an MediaWiki Core selbst mitarbeiten. Und dann gibt es noch ein zusätzliches Ökosystem bei MediaWiki von den Leuten, die MediaWiki eben für irgendwelche Firmenwikis einsetzten oder andere spezialisierte Zwecke. Und ob diese Erweiterung, die Extensions, die sie entwickeln, dann letztlich bei der Wikimedia Foundation ankommen oder selbst ob sie in Wikimedia Foundation Version Control System Gerrit landen, das ist dann eine andere Frage. Also es gibt viele Wikis, externe Wikis, die irgendwelche Erweiterungen haben, von denen wir nicht viel wissen, weil sie vielleicht noch nicht mal über unser Versionskontrollsystem beigesteuert wurden. Also meines Erachtens, ja. Meines Erachtens ist es immer okay gewesen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre mehr Zusammenarbeit mit Projekten, die ähnliche Ziele verfolgen. Also ich sehe es als nicht unbedingt wünschenswert an, wirklich unglaublich viel Zeit von Seiten der Foundation zu investieren, um, sagen wir jetzt mal, Firmenwikis besser zu machen. Aber es gibt viele Leute, die MediaWiki einsetzen, um Wissensdatenbanken zu verwalten, auch im akademischen Bereich, im universitären Bereich und eben auch andere enzyklopädische Projekte und natürlich die ganzen Wikis, wo es eben um irgendwelche Popkulturphänomene geht. Diese Anwendungszwecke haben meines Erachtens genügend gemeinsam mit dem Nutzerverhalten in Wikimedia, dass es durchaus Sinn macht, da mehr Zusammenarbeit anzustreben. Und ja, da hätte ich mir mehr gewünscht in dem Bereich. Wie könnte man das verbessern? Es ist wieder, glaube ich, letzten Endes daran gebunden, dass auf der Management-Ebene die Erkenntnis da sein muss, dass Open Source nicht immer direkt messbare Ergebnisse liefert. Das heißt, eine Partnerschaft anzustreben, sagen wir jetzt mal mit einem externen Enzyklopädie-Projekt, das MediaWiki verwendet,
führt nicht notwendigerweise sofort zu irgendeiner Verbesserung in der Software, die man dann der Benutzergemeinde mitteilen kann, sondern man knüpft diese Partnerschaften eben deshalb, weil damit die Interessen auch enger miteinander verknüpft werden und dann auf die lange Sicht hin es wahrscheinlicher ist, dass Entwickler aus diesen anderen Communities nützliche Änderungen ins Wikimedia Open Source Ökosystem beisteuern. In meiner Zeit bei der Foundation war es so, dass es immer strategische Prioritäten gab aus Sicht der Foundation. Sagen wir zum Beispiel mal, wir müssen es schaffen, den Rückgang der Autorenzahlen zu stoppen. Und dann wurden auf Grundlage dieser strategischen Priorität wurde dann gesagt, okay, wir investieren jetzt sehr viel Geld und sehr viel Ressourcen in Funktionen, Softwarefunktionen, die es einfacher machen, mitzuarbeiten, also Sachen wie der Visual Editor oder die es neuen Nutzern erleichtern, die ersten Schritte zu machen, Artikelempfehlungen, wo kann man mitarbeiten und solche Dinge. Da hat die Foundation wirklich sehr viel gemacht über die Jahre und dann auch teilweise wirklich gute messbare Ergebnisse produziert. Dann in anderen Bereichen aber, wo eben die Verknüpfung zwischen dem, was man als Organisation macht und dem, was am Ende dabei herauskommt, da hat sie, glaube ich, unterinvestiert, weil es eben nicht so eng mit dem strategischen Plan verknüpft werden konnte. Und ja, ich denke, dass Organisationen, die im Open-Source-Bereich aktiv sind, eine etwas andere Haltung haben müssen, was Jahrespläne angeht, was strategische Planung angeht, die wirklich dafür, die Organisationen müssen sich dafür öffnen, dass Innovationen in einer Weise produziert werden können, die nicht notwendigerweise vorhersehbar ist. Du hast gerade den Visual Editor angesprochen. Bei der Einführung des Visual Editors vor ein paar Jahren, kann man jetzt schon sagen, gab es sehr große Dissonanzen, insbesondere der deutschsprachigen Community. Kannst du dazu was sagen? Ja, nicht nur der deutschsprachigen, sondern auch der englischsprachigen. Und was eben dazu geführt hat, dass wir dann den Editor nach einigen Wochen dann in den großen Wikis deaktiviert haben. In den anderen, zum Beispiel in der französischen Wikipedia, ist er seit Mitte 2013 ohne Unterbrechung aktiviert gewesen. Aber ja, meines Erachtens war bei uns da intern einiges schiefgelaufen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht organisatorisch in der Lage, wirklich Software graduell verfügbar zu machen, nicht nur auf der Ebene, okay, es ist eine Checkbox irgendwo in Preferences, sondern zu sagen, okay, für 5% der Nutzer oder für 10% der Nutzer aktivieren wir jetzt diese Software-Feature und wir schauen, was die Ergebnisse sind. Wir hatten auch zu diesem Zeitpunkt dieses Beta-Programm noch nicht, das es mittlerweile gibt, wo man eben neben den Benutzerpräferenzen die coolen neuen Features aktivieren könnte. Also vor der Aktivierung des Visual Editor war es halt nur eine vergrabene Checkbox in den Benutzerpräferenzen, die nur relativ wenige Leute aktiviert hatten. Und wir sind dann sofort von 0 auf 100 gegangen. Also ja, es war eine optionale Freischaltung. Man musste natürlich nicht den Visual Editor verwenden, aber es war eine optionale Freischaltung für alle zum gleichen Zeitpunkt. Und da gerade diese Transformation zwischen Wikitext und HTML für den Visual Editor und wieder zurück zu Wikitext manchmal dazu geführt hat, dass dann eben im Wikitext irgendwelche Bruchstücke drin standen, die nicht drin stehen sollten, war es dann für die erfahrenen Autoren natürlich besonders frustrierend, wenn da irgendein Nutzer eine Änderung gemacht hat mit dem Visual Editor und dann plötzlich irgendwo da was im Diff drin steht, was nicht drin stehen sollte. Das heißt, wir haben den Fehler gemacht, wirklich zu früh für zu viele Nutzer dieses Feature zu aktivieren. Und ja, natürlich ist dann auch immer, muss man auch anerkennen, dass es in der Community Leute gibt, die neuen Veränderungen grundsätzlich sehr skeptisch gegenüberstehen und grundsätzlich sagen werden, was soll dieser Kram? Ist das Schwachsinn? Wer braucht irgendwie ein Busywick? Das ist doch nur was für Clicky-Bunty-Nutzer. Niemand braucht sowas. Solche Nutzer gibt es immer. Und die werden sich natürlich zu sowas äußern, ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Aber in dem Fall
haben eben auch sehr viele Nutzer, die durchaus positiven Veränderungen offen gegenüberstanden, gesagt, ja, ich habe mit Visual Editor grundsätzlich kein Problem, aber so wie es im Moment aussieht, stelle ich mich erstmal dagegen. Wir haben dann, wie gesagt, die Funktion erstmal wieder deaktiviert auf den großen Wikis. Die Fehler hatten die gröbsten Fehler, was die Wikitext-Transformationen angeht, hatten wir relativ schnell im Griff, aber zu dem Zeitpunkt war es dann halt auch nicht so, dass wir jetzt gleich zurück zur englischsprachigen Wikipedia gehen wollten und sagen, hey, wir haben die größten Fehler korrigiert und jetzt stellen wir es wieder ein und dann müsst ihr eben damit umgehen. Sondern wir wollten uns wirklich die Zeit nehmen, das systematisch zu adressieren in einer Weise, dass dann die Nutzer selbst irgendwann sich dafür einsetzen werden, das Feature wieder zu aktivieren. Was dann letztendlich zum Beispiel auch in der deutschsprachigen Wikipedia tatsächlich passiert ist über ein Meinungsbild. Und auch in der englischsprachigen Wikipedia gab es mehr und mehr Interesse und Nachfragen, okay, wann können wir den Editor wieder aktivieren, sodass er mittlerweile in all den großen Wikis, wo es keine Language-Probleme gibt mit irgendwelchen Zeichensätzen, also in englischsprachigen, deutschsprachigen Wikipedia ist er für alle Nutzer verfügbar. Und es hat ja auch zu Änderungen geführt, du hast es schon genannt, zu einem technischer Natur, dass es halt graduell angestellt werden kann. Für Neubenutzer ist es automatisch angestellt, alle anderen können sich es auswählen, ist auch sichtbarer durch das Beta-Programm und aber auch, es hat ein stärkeres Produktmanagement gegeben, es werden Benutzerumfragen gemacht und wird mehr auf die Bedürfnisse oder es wird mehr auf die Kommunikation gesetzt mit den Wikipedia-Autoren. Ja, und wir hatten auch beim Visual Editor von Anfang an gesagt, wir müssen hier sehr viel machen, um die Nutzer zu erreichen und haben dann letztlich auch einige Leute eingestellt, nur um sich um Outreach zu kümmern, aber diese Positionen, die Vollzeitpositionen in der Foundation, die sich darum kümmert, wurden relativ spät besetzt. Und so dass das eben da auch auf Community-Ebene nicht genügend passiert ist. Und später haben wir dann eben dieses permanente Department gegründet, das sich nur darum kümmert, die Produktentwicklung aktiv zu unterstützen, wenn es darum geht, schon frühzeitig auf Community-Mitglieder zuzugehen und zu sagen, okay, hier kommt etwas, ihr könnt es in den Beta-Funktionen ausprobieren und testen, gibt uns Feedback auf dieser Seite, teilt uns mit, was damit nicht stimmt. Ja, und ich sehe das als ein bisschen als ein Give and Take an, also ein Geben und Nehmen von, wenn es um diese Softwareentwicklung angeht, die Foundation muss sich tatsächlich bemühen, wirklich einen guten Job zu machen, sowohl in der Entwicklung als auch in der Kommunikation und kann dann im Gegenzug auch von der Community erwarten, dass rationale Diskussionen geführt werden und dass Kritik in einer vernünftigen Weise diskutiert wird und so weiter und so fort. Also die Foundation ist in einer besseren Position zu argumentieren, dieses Feature sollte jetzt tatsächlich auch aktiviert werden, wenn die Foundation selbst wirklich sagen kann, wir haben alle diese Schritte auf der Checklist gemacht, wir haben Tests mit vielen, vielen Nutzern durchgeführt, wir haben positives Feedback erhalten, Nutzer beurteilen das Ganze grundsätzlich positiv etc. Dann kann sie selber eben auch stärker argumentieren und sagen, deswegen auf Grundlage dieser Daten und Fakten werden wir das Feature jetzt zu diesem Datum aktivieren. Wie war deine Zusammenarbeit mit Sue Gardner? Sie ist ja nun eine Nicht-Technikerin, wenn man sowas, dieses Wort benutzen darf. Also war die ein Herz und eine Seele oder gab es da auch Reibungen? Wir haben uns grundsätzlich sehr gut verstanden. Also ich würde sie auch nicht als Nicht-Technikerin beschreiben. Sie war zum Beispiel bei der Canadian Broadcasting Corporation praktisch der CEO für die gesamte Website mit 165 Mitarbeitern. Und dazu gehörte auch eine große Technikabteilung. Und das heißt, sie hatte auch mit Usability-Tests und Produktmanagement und solchen Dingen durchaus auch schon Erfahrung, als sie bei der Foundation angefangen hat. Aber sie war, was das Day-to-Day-Management angeht,
bei der Technik bei der Foundation nicht sehr involviert, sondern hat sich eher auf strategische Planung, Fundraising und Aufbau der Organisation als Ganzes konzentriert. Wichtige Schwerpunktthemen für sie waren während ihrer Zeit bei der Foundation Dinge wie zum Beispiel das Chapter Fundraising. Da gab es ja auch große Konflikte. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass das Payment Processing überwiegend von der Foundation durchgeführt wird. Einsammeln von Spenden durch Kreditkarten und andere Zahlungsverfahren. Als Sue bei der Foundation angefangen hat, hat die Foundation von sich aus auf viele Chapters verlinkt, sagen wir jetzt mal Wikimedia UK oder Wikimedia Österreich oder Wikimedia Frankreich und so weiter, die ihre eigenen Spendenseiten hatten. Und das hatte dazu geführt, dass dann in den Spendenkampagnen in den Bankkonten dieser Chapter riesen Geldsummen sich angehäuft haben. Bei Chaptern, die teilweise noch nicht mal, oder größtenteils noch nicht mal einen Vollzeitmitarbeiter hatten, also in keiner Weise darauf vorbereitet waren, mit diesen riesigen Geldmengen umzugehen und dann auch sich in der Position fanden, dass sie selber Abteilungen aufbauen wollten, die sich nur darauf konzentrierten, Spenden zu sammeln und eben Kreditkarten zu verarbeiten, andere Zahlungsmittel zu verarbeiten. Und irgendwann hat dann eben so argumentiert, es macht aus unserer Sicht der Foundation keinen Sinn, dass diese ganze Arbeit verdoppelt, doppelt oder dreifach oder zehnfach gemacht wird, sondern stattdessen möchten wir, dass vor allem die Foundation sich eben darauf konzentriert, dieses Payment Processing durchzuführen und die Verteilung der Spendenmittel eben sich danach richtet, welche Chapter vernünftige Pläne vorbereiten für ihre Arbeit und eben auch Chapter zum Beispiel in Entwicklungsländern in der Lage sind, auf dieser Basis dann Organisationen aufzubauen, auch wenn sie organisch eben diese Spendenmittel nie bekommen würden. Und das, ich persönlich hielt es für eine sehr sinnvolle Reform. Es war eine Reform, die zu sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie gekostet hat. Und das war ein Beispiel von einer Separation of Responsibilities, eine Trennung der Verantwortlichkeiten zwischen uns beiden. Ich hatte damit relativ wenig zu tun gehabt mit diesem Problembereich. Und so hatte sich sehr überwiegend eben darauf konzentriert, diese Reformen oder Änderungen durchzuführen und zu organisieren. Und diese Trennung von den Verantwortlichkeiten zwischen uns beiden hat generell, glaube ich, recht gut funktioniert. Und was ich dazu noch sagen würde, ist, dass die Rolle eines stellvertretenden Geschäftsführers auch grundsätzlich, glaube ich, für eine Organisation wie Wikimedia Foundation eine sinnvolle Position war, weil es eben auch so es ermöglicht hat, in spezifischen Situationen zu sagen, wenn jetzt irgendwie ein Krisenmanagement erforderlich ist, okay, Erik, kannst du dich bitte um dieses Problem kümmern? Und sie konnte weiter an irgendwelchen größeren Projekten arbeiten, die längere Zeit schon in Vorbereitung waren, ohne davon jetzt von irgendeiner aktuellen Tageskrise davon abgelenkt zu werden. Ja, und wir haben uns auch gut verstanden. Ich habe mich auch mit Laila, als er sich so lange nicht noch dort war, ganz gut verstanden, als sie da war. Ich glaube, grundsätzlich war es eine sehr gute Zusammenarbeit. Ja, also das ist interessant, dass du das sagst, dass Sue Gardner eben auch durchaus technisches Verständnis hatte oder auch als CEO sich da gekümmert hat, weil die verbreitete Ansicht eben ist, Sue war so ein bisschen technikfern, hat sich nicht so sehr dafür interessiert, aber du meinst nun, dass das nicht so war, sondern dass sie sich durchaus dafür interessiert, aber auf dich dann vielleicht verschlossen hat. Jetzt, ich persönlich bin jemand, der Informatik studiert hat. Ich programmiere. Es macht mir Spaß. Und Technik hat für mich auch einen gewissen Selbstwert. Ein komplexes Programm zu verstehen und zu analysieren, das macht Spaß. Und für Sue war es, glaube ich, immer eher eine Sache von, was kommt am Ende dabei raus?
Was können die Nutzer von dieser Funktion erwarten? Wie wird es Wikipedia besser machen, wenn wir diese Funktion entwickeln? Und das heißt, die Diskussionen, die wir geführt haben, die sich um Technik drehten, da ging es eben in erster Linie um Fragen wie, okay, welche Hürden müssen neue Benutzer bei der Wikipedia überschreiten, bis sie effektive Mitarbeiter sein können. Zu dem Grad, dass das eben technische Hürden waren, waren das eben auch Diskussionen, wo Sue durchaus auch tief eingestiegen ist und gesagt hat, okay, wie können wir diese Benutzeroberfläche besser gestalten oder gibt es Möglichkeiten außerhalb der Usability, die das ganze Benutzer besser machen werden. Aber wenn es um Fragen ging, wie, sagen wir jetzt mal, die Testbarkeit des Codes, ja, damit könnte ich so aus dem Gebäude jagen, wenn ich zu lange darüber diskutieren wollte. Oder das verstehe ich ja auch. Sie hat mir letztendlich den Freiraum gegeben, zu sagen, okay, im Technikbereich sollten wir so und so und so priorisieren. Und sie hat eben, was die letztendlich die Produktentwicklung angeht, eben gewisse Prioritäten gesetzt. Die Sue Gardner, als sie gegangen ist, sie ist ja, war das ihre eigene Entscheidung, so ist es jedenfalls bei mir angekommen. Aus persönlichen Gründen oder nee, aus nicht persönlichen Gründen, sondern weil sie sich noch mehr fürs freie Internet einsetzen wollte. Oder vielleicht auch, weil sie eine neue Lebensphase angestrebt hat. Ich denke, also ich kann aus meiner eigenen persönlichen Sicht sagen, dass 7, 8 Jahre bei einer Organisation fühlten sich für mich relativ organisch aus der Zeitpunkt an, wo man gut eine Linie ziehen kann und sagen kann, okay, was habe ich in dieser Zeit erreicht und was möchte ich potenziell als nächstes machen, wenn ich bei der Organisation verbleibe oder wenn ich etwas anderes tue. Und Sue hatte eben aufgrund teilweise der Erfahrung zum Beispiel mit Sachen wie SOPA und PIPA und auch aufgrund der Erfahrung, dass es eben relativ wenige Organisationen gibt im Internet wie die Wikimedia Foundation, gesagt, wir müssen mehr machen, um das freie und offene Internet zu unterstützen. Sie ist jetzt schon seit einiger Zeit bei First Look Media mit dabei. Das sind die Leute hinter der Website TheIntercept.com, so ein journalistisches, linksgerichtetes Projekt. Und sie hat zum Beispiel jetzt mit der Kampagne Pardon Snowden recht viel zu tun gehabt. Das ist die Kampagne, die sich an Präsident Obama richtet, während er noch im Amt ist und sagt, bitte begnadige Edward Snowden, der eben diese Dokumentleaks gemacht hat, auch mit Bezug auf die NSA. Solange Obama noch im Amt ist, kann er eben über ein sogenanntes Presidential Pardon veranlassen, dass Snowden nicht strafrechtlich belangt wird, nur wegen dieser Leaks. Und das ist ein Thema, das Sue zum Beispiel sehr, sehr am Herzen liegt im Moment und wo sie sich intensiv darum kümmert. Und grundsätzlich, wenn ich mit ihr diskutiere, geht es um Themen wie können wir sicherstellen, dass es mehr Organisationen gibt in dem Bereich des freien und offenen Internet und auch des freien und offenen Journalismus zum Beispiel, die nach Wikipedia-ähnlichen Prinzipien und Wikipedia-ähnlichen Werten arbeiten können. Wie war das mit Laila? Ja, Laila ist jemand, der aus dem Technikbereich wirklich direkt kommt, die also Abteilungsleiterin war bei Sugar CRM für die Produktabteilung dort, Chief Product Officer. Und als wir die einen neuen Geschäftsführer gesucht haben für die Foundation, haben wir eben von Anfang an gesagt, dass wir noch mehr einen stärkeren Schwerpunkt setzen möchten auf die Software- und Produktentwicklung, weil es ein großer Kernbereich ist, was auch die reine Mitarbeiterzahl angeht. Und Laila hatte eben einen Lebenslauf, der sehr dafür sprach, dass sie wirklich sich in diesem Bereich sehr stark engagieren würde. Was sie dann tatsächlich auch getan hat. Also sie hat sehr viel größeres Tagesinteresse gezeigt an
eben den Fragen, welche Produkte wir priorisieren und warum und wie wir zusammenarbeiten und so fort. Aber es gab, wie du ja öffentlich nachlesen kannst, auch dann letzten Endes einige Konflikte um die Planung für Dinge wie die Knowledge Engine, die dann letzten Endes dazu geführt haben, dass es eben diese Beziehung nicht weitergeführt wurde. Und das ist ja recht ausführlich öffentlich dokumentiert und da möchte ich auch nicht unbedingt weiter darauf eingehen, auch weil es teilweise nach meiner Zeit bei der Foundation sich abgespielt hat. Aber letzten Endes hat sich danach natürlich für das Board dann auch die Frage gestellt, okay, wir hatten jetzt eine Geschäftsführerin, die aus dem technischen Bereich sich eher rausgehalten hat, mit Ausnahme eben dieser Richtungssetzung. Dann hatten wir eine Geschäftsführerin, die im Produktbereich sehr tief noch drin steckte. Was ist das richtige, was ist die richtige Balance für die Geschäftsführung der Foundation? Und ich glaube, Catherine Mayer, die jetzt die Geschäftsführung der Foundation ist, ist ein bisschen so ein Mittelweg zwischen den beiden. Kennst du ja auch aus deiner Tätigkeit dort. Ja, wir haben einige Monate zusammengearbeitet, als sie dort Chief Communications Officer war. Und ja, sie war sehr an Produktentwicklung auch interessiert und hat auch sehr viel zum Beispiel in der Chief Communications Officer Rolle sich dafür eingesetzt, dass irgendwelche Softwarefunktionen, die wir aktivieren, dass das besser abgestimmt ist mit Pressearbeit, mit Medienarbeit, was ich sehr begrüßt habe, so dass zum Beispiel, wenn du jetzt mal bei TechCrunch reinschaust, würdest du da zum Beispiel dann auch ab und zu mal eine Ankündigung finden, dass eine neue Wikipedia-App für iOS oder Android verfügbar ist. Das war etwas, wo wir früher relativ wenig Presse- und Medienarbeit gemacht haben, um sicherzustellen, dass die großen Technikmedien auch über unsere Arbeit berichten. Das hat Catherine, da hat sie sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir wirklich unsere Arbeit auch der Welt zur Kenntnis bringen. Und ja, sie hatte einen Hintergrund im Bereich Activism und Access, Internetzugang für alle. Ich glaube, sie ist jemand, der die richtigen Werte für die Geschäftsführerrolle mitbringt und gleichzeitig eben versucht, eine Balance zu finden zwischen der größeren Rolle der Foundation, die über Technik hinausgeht, und dem konkreten Involvement in den Softwareprojekten, wo die Mitarbeiter dran arbeiten. Hat diese Auseinandersetzung im Geschäftsführerbereich auch dazu geführt, dass du dir eine neue Tätigkeit gesucht hast? Also es gab sicherlich auch für mich persönliche Frustrationen, aber letzten Endes war, als zugegangen ist, für mich schon klar, wie lange will ich noch dabei bleiben? Vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre. Sicher nicht viel länger, denn für mich war von Anfang an klar, dass es keine Lebensaufgabe ist, sondern ein Abschnitt für mich bei Wikimedia vollzeitlich mitzuarbeiten. Und das hat sich für mich dann nochmal bestätigt, eben dadurch, dass mehr und mehr meiner persönlichen Zeit in Management-Aspekte reinging, die mich letztendlich weniger interessiert als andere Dinge, wo ich der Meinung bin, dass ich noch Dinge machen kann, was die konkrete Umsetzung meiner Ideen angeht, die ich als Manager nicht so gut machen kann. Und seitdem ich die Foundation verlassen habe, bin ich sehr viel wieder ins Programmieren eingestiegen und baue eben dieses LibreViews-Projekt, an dem ich arbeite von Grund auf. Dazu musste ich mich in Techniken einarbeiten, wie Node.js und dokumentorientierte Datenbanken, von denen ich vorher gelesen habe, für die ich mich interessiert habe. Ich hatte halt nie die Zeit gehabt, wirklich intensiver mich damit auseinanderzusetzen. Und das macht mir sehr viel Spaß, jetzt eben auch wirklich wieder etwas aufzubauen, mit den eigenen Händen dran zu arbeiten.
Und eben nicht nur jeden Tag ins Büro zu gehen und zu schauen, okay, welches Team hat heute ein Problemchen oder wo kann ich diese Woche Ressourcenkonflikte lösen, welche Arbeit der Organisation braucht irgendeine Prozessoptimierung etc. Zum Ende meiner Zeit bei WMF war das wirklich 80% meiner Zeit, während eben 10-20% bestenfalls irgendwelche Ideenarbeit an neuen Projekten, Organisationsarbeiten, um neue Dinge auf den Weg zu bringen. Das war wirklich eine kleine Minderheit meines persönlichen Involvements. Und ja, da stelle ich mir dann auch die Frage als Mitarbeiter irgendwann, okay, diese Aufgaben, die ich hier jeden Tag ausführe, gibt es andere, die das genauso gut oder besser machen könnten? Und wenn ja, dann ist es vielleicht an der Zeit für mich, wieder was anderes zu machen, wo ich mich konkret einbringen kann in einer Weise, wo andere es vielleicht nicht mal darüber nachdenken würden, dieses Projekt zu machen. Seltsamerweise hat meine Arbeitsvita auch solche Zyklen, also von bis maximal 7-8 Jahre. Und da habe ich wieder was Neues gesucht. Von mir ich aus. Ich denke, das ist durchaus nicht untypisch, also dieses verflixte siebte Jahr, dass man dann irgendwann okay, ja, vielleicht ist es wieder Zeit, mal wieder was Neues anzufangen. Und wie gesagt, mir macht es sehr viel Spaß und mal schauen, wie weit ich das voranbringen kann. Genau, wie heißt dieses Projekt? Ich habe das jetzt nicht gern. Das heißt LibReviews, lib.reviews. Das ist ein Wortspiel mit Libre von der Freien Software-Bewegung und Reviews für Rezensionen. Und .reviews ist auch eine von diesen neuen Top-Level-Domains, die ich mir dafür gesichert habe. Und ja, es ist durchaus sehr von Wikidata auch inspiriert und wir verknüpfen auch in beide Richtungen mittlerweile. Wenn du irgendwie ein Produkt rezensierst, legen wir dann von Wikidata, wenn es dort einen Eintrag gibt, über die LibReviews-ID-Property einen Link nach LibReviews hin. Und im Moment geht es nur darum, also die ersten Funktionen, die wir haben, sind noch ziemlich beschränkt. Man kann halt eine Rezension von etwas schreiben, was man mit einer URL beschreiben kann. Aber langfristig geht es mir eben darum, es wirklich einfach zu machen, zum Beispiel auf eine OpenStreetMap-Karte zu klicken und zu sagen, okay, hier ist ein Restaurant, ich möchte davon eine Rezension schreiben oder eine Wikidata-Property, eine Wikidata-Queue-Number einzugeben oder einen Link zu setzen und dann kannst du sofort die Buchdaten eines Buches importieren, den Titel und den Autor und so weiter. Und ja, solche Funktionen fehlen noch im Augenblick, aber es gibt trotzdem schon erste engagierte Mitarbeiter, die in ihren jeweiligen Bereichen Rezensionen schreiben. Und ich glaube, wenn eben solche grundlegenden Funktionen dazu kommen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir es schaffen werden, da eine kleine Community aufzubauen und vielleicht auch eine große Community. Also es geht darum, dass die Reviews, die bei Amazon geschrieben werden oder auf anderen Webseiten, dass es dafür eine freie Alternative gibt oder auch eine zentrale Alternative. Ah, ja. Genau, also wirklich sehr ähnlich wie eben Wikipedia. Ein Non-Profit Open Source Projekt mit Creative Commons Attribution Share Alike Lizenz für den Rezensionstext. Und Amazon ist vielleicht nicht unbedingt der beste Vergleich, weil bei Amazon man ja auch Dinge kaufen kann. Aber zum Beispiel Websites wie Yelp oder IMDb sind ja in erster Linie Informationsseiten, wo man wirklich nur hingeht, um Rezensionen zu finden. Diese Inhalte werden im Moment an Firmen de facto verschenkt in einer Weise, die von diesen Firmen monetisiert werden kann. Die meisten dieser Websites sind nur in wenigen Sprachen verfügbar. LibReviews ist heute schon in mehr als ein Dutzend Sprachen verfügbar und es werden sicherlich noch viel mehr werden. Und es gibt bei Amazon und Yelp und IMDb und diesen ganzen anderen proprietären Rezensionsdatenbank auch keinerlei Anbindung an existierende freie und offene Projekte wie OpenStreetMap und Wikidata, wo ja letzten Endes schon sehr viele
offene Metadaten zu finden sind über Dinge wie Filme oder Bücher oder auch Restaurants. Unglaublich viele Daten in OpenStreetMap, was zum Beispiel Öffnungszeiten von Restaurants angeht. Das wissen die meisten Leute gar nicht, weil niemand diese Daten nutzt. Sie tauchen vielleicht irgendwo auf einer Karte mal auf, wenn man draufklickt, aber ansonsten ist es den Leuten nicht bekannt, dass es da eine offene Community gibt, die tatsächlich alle Restaurants der Welt katalogisiert und beschreibt und Daten hinzufügt. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass es eben relativ wenig bekannt ist, ist, dass der Zeitpunkt, wo man nach Daten über ein Restaurant sucht, typischerweise der ist, wo man halt eben auch Rezensionen oder andere entscheidungswichtige Informationen sucht. Und dafür gibt es eben auch kein wirkliches freies, offenes Projekt. Ich habe auch ausführlich dazu recherchiert. Es gab ein paar Anläufe, wo Leute das mal versucht haben. Und es gibt ein Projekt, das noch existiert, das nur auf Musik sich konzentriert, namens Critic Brains. Es ist ein Ableger von Music Brains, also eine offene Datenbank von Musikmetadaten. Aber das ist das Einzige, was es bisher in dem freien und offenen Bereich gibt. Und ich glaube, das ist ein lösbares Problem und es wird vor allem dann spannend werden, wenn wir eben wirklich diese Integration mit Wikidata, mit OpenStreetMap, mit anderen freien und offenen Projekten schaffen. Ich habe jetzt nach Lib-Reviews gesucht und bin bei einer Diabetes-Management-Software gelandet. Lib.reviews. Ach so. Reviews als Top-Level-Domain. Genau. Ah, okay. Ja, nee, das sieht schon anders aus. Verstehe. Ah, ja, dann, toi, toi, toi für das Projekt. Klingt geil. Also, kann gut durchstarten. Also, du, was passiert gerade? Wie ist die Community schon im Aufbau? Wie ist eine Anbindung an Wikimedia-Projekte irgendwie sinnvoll oder geplant? Ja, also wie gesagt, es gibt ein paar erste Mitarbeiter. Einer, der sich sehr mit Esperanto engagiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So hat es bei Wikipedia auch angefangen. Und Leute, die irgendwelche obskure YouTube-Kanäle rezensieren, von denen ich nie was gehört habe. Also es gibt Leute, die sich damit schon beschäftigen und vor allem eben im Free Software und Open Source Bereich, wo Leute sowas gerne mal antesten, haben erste Leute angefangen mitzuarbeiten. Und wie gesagt, also Anbindung an Wikidata. Es gibt jetzt schon eine Property bei Wikidata, um auf Lib-Reviews zu verweisen und verwenden. Wenn du dir die Links auf der Hauptseite anschaust, siehst du, dass die aktuellsten Rezensionen von Winterfox und Bradio Rezensionen von Restaurants sind, die jeweils auf eine OpenStreetMap und Wikidata URL verweisen. Das heißt, die Nutzer wählen von sich aus schon die verfügbaren OpenStreetMap und Wikidata-Links, um Dinge zu rezensieren. Aber was wir noch nicht haben, ist eben letztlich der Import von relevanten Metadaten aus diesen Datenbanken. Und das macht es hier wirklich dann erst spannend, wenn man eben sagen kann, okay, auf dieser OpenStreetMap-Seite mal gucken, klicken wir mal drauf, OpenStreetMap für Natura's Ice Creamery. Was weiß OpenStreetMap über Natura's Ice Cream? Okay, Sie wissen zumindest, dass es ein Café ist und dass es dort Ice Cream und Baked Potato und Hot Dogs gibt. Und in anderen Fällen findest du eben bei OpenStreetMap auch Informationen über Öffnungszeiten zum Beispiel und andere ganz wichtige Geschäftsmetadaten. Und natürlich möchte ich, dass diese Informationen dann auch bei Lib-Reviews angezeigt werden. Und diese Art von Integration, da ist noch einiges zu tun. Es ist ein total offenes Projekt, auch auf GitHub. Am Ende jeder Seite ist der GitHub-Link zu finden. Und freue mich natürlich sehr, wenn aus der Wikimedia-Gemeinschaft Leute vorbeischauen. Natürlich, ja. Klar, das klingt toll. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das endlich nicht mehr so Klein-Klein-Management ist, sondern mal was Neues und wieder die Hände bis, die Arme bis zu den Ellenbogen im Code. Ja. Was, hast du noch andere Projekte? Also bist du auch wieder journalistisch tätig? Nicht in beruflicher Weise, wie ich das früher war.
Aber ab und zu schreibe ich bei verschiedenen Websites mit Medium und Daily Kos und so weiter, wo man seine eigenen Beiträge einsenden kann, weil es mir einfach Spaß macht zu bloggen. Ich habe ein kleines Projekt gestartet, das nicht ganz unähnlich ist an einem Wiki-Stammtisch. Das nennt sich Passionate Voices, passionatevoices.org, englischsprachiger Videopodcast, wo ich Leute interviewt habe, auch größtenteils aus dem Free Culture-Bereich, also zum Beispiel einen Künstler namens David Rewar, der seine Webcomics unter Creative Commons Attribution Lizenz veröffentlicht und auch die Quelldaten aller seiner Comics öffentlich macht und offene Übersetzungen mit der Community organisiert und so weiter. Und seine ganze Arbeit ist über Patreon finanziert, wo Leute dann eben kleine Spenden ihm jeden Monat schicken, damit er weiter dran arbeiten kann. Solche Geschichten faszinieren mich und wenn ich kann, nehme ich mir die Zeit, solche Leute besser kennenzulernen und die Hintergründe da ein bisschen zu erkunden. Was das professionelle und berufliche angeht, würde ich versuchen, dieses LibreVius-Projekt in die Richtung weiterhin zu entwickeln, dass es vielleicht zum Beispiel durch eine Foundation oder durch Spenden finanziert werden kann. Wenn das nicht klappt, könnte ich mir vorstellen, im journalistischen Bereich auch professionell was zu machen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben in Deutschland, Die heimliche Medienrevolution. Und habe zum Beispiel bei englischer Sprache noch nie etwas professionell veröffentlicht. Das wäre auch mal eine interessante Herausforderung, zum Beispiel ein englischsprachiges Buch zu schreiben oder für größere Publikationen wie Wired oder andere nicht technische Publikationen hier was zu machen. Nach der Wahl von Donald Trump hier mache ich mir natürlich auch sehr Sorgen über das politische Klima in Deutschland und auch über den potenziellen Rechtsruck in Europa. Und wenn ich journalistisch wieder was mache, wird es sicherlich auch zu einem gewissen Grad politisch gefärbt sein. Okay, lass uns noch ein bisschen über Politik sprechen. Also du sprachst gerade den aus amerikanischer Sicht gibt es einen potenziellen Rechtsruck in Europa. In Europa will das noch niemand so richtig glauben. Es wird immer wieder gesagt, das ist kein Trend, sondern das sind Einzelereignisse. Du sagtest auch vorhin, du seist in irgendeiner Trump Foundation Organisation. Ich habe das nicht ganz verstanden. Nein. Donald Trump hat eine Stiftung gegründet, vor einigen Jahren, schon in den 80er Jahren, als er sein erstes Buch geschrieben hat, The Art of the Deal, hat er nach der Veröffentlichung des Buches gesagt, ich möchte, dass die Einnahmen irgendwelchen karitativen Zwecken zukommen, und hat dann eine Stiftung gegründet, die Donald J. Trump Foundation, und hat aber seit vielen, vielen Jahren dieser Stiftung selbst überhaupt kein Geld mehr gegeben, sondern das Geld kommt überwiegend jetzt von irgendwelchen Geschäftspartnern, mit denen er zu tun hat. Und er hat die Stiftung auch eingesetzt, um politische Dispute zu lösen, zum Beispiel den Gegnern, seiner politischen Gegner, Geld gegeben über die Stiftung. Das sind recht komplizierte Geschichten. Er hat auch über die Stiftung es geschafft, irgendwelche persönlichen Gegenstände zu erwerben, wie ein Gemälde, das ihn darstellt, oder ein Footballhelm. Und das wird in der Welt der gemeinnützigen Organisation natürlich sehr skeptisch betrachtet. Und er hat deshalb auch Probleme mit der amerikanischen Steuerbehörde bekommen. Und ja, ich habe halt nur den Artikel angelegt in der englischsprachigen Wikipedia über die Donald J. Trump Foundation, wo man einige dieser kleinen Skandale nachlesen kann, über die auch während des Wahlkampfs berichtet wurde. Ich fand es wichtig deshalb, weil hier im Wahlkampf sehr intensiv berichtet wurde über die Clinton Foundation, die von Bill Clinton nach dem Ende seiner Präsidentschaft gegründet wurde. Und eben die Kritik sehr stark war, dass es irgendwie eine Form der Korruption darstelle. Tatsächlich ist die Clinton Foundation eine echte gemeinnützige Organisation, die sehr viel Geld investiert in Programme in Entwicklungsländern, direkte Hilfe vor Ort, Bekämpfung von AIDS, Bekämpfung von anderen Krankheiten. Die Kritik ist überwiegend halt die, dass die Clinton Foundation Geld akzeptiert hat von beispielsweise saudi-arabischen Milliardären und anderen Nicht-US-Interessen, und dass dann Hillary Clinton, das eine Außenministerin war, und eben dadurch einen Interessenkonflikt habe, weil sie erst
Geld akzeptiert haben über die Foundation und dann sie selbst dann eben als Außenministerin Entscheidungen treffen musste, die diese Länder betreffen. Und wenn man sich diese Donald J. Trump Foundation näher anschaut, stellt man eben sehr schnell fest, dass die Konflikte und die Probleme da sehr viel größer sind und sehr viel ernster sind, als das bei der Clinton Foundation der Fall war. Wurde aber kaum darüber berichtet. Es gibt einen investigativen Journalisten in Amerika, David Farenthold, bei der Washington Post, der über Wochen hinweg wirklich extrem intensiv recherchiert hat, alles, was er über die Trump Foundation finden konnte und eben diese Berichte abgeliefert hat. Und dadurch ist das Ganze erst in die Medien gekommen, dass er eben diese Stiftung für politische Zwecke einsetzt, dass er selbst ihr kein Geld mehr gibt, dass das Geld nur von anderen bereitgestellt wird. Dass er zum Beispiel über die Stiftung selbst auch die Clinton Foundation unterstützt hat. Also das sind halt solche Dinge. Das war mir wichtig, sicherzustellen, dass man in der Wikipedia darüber was lesen kann. Und der Artikel ist mittlerweile auch ziemlich ausführlich. Du hast auf deinem Facebook-Profilfoto auch so ein durchgestrichenes gelbes T. Das hat damit auch zu tun? Ja, das ist einfach nur die Ablehnung von Trump. Es war mir wichtig, das auch sichtbar zu machen. Denn viele hier in den Vereinigten Staaten machen sich wirklich Sorgen, dass das politische System sich in Richtung einer Autokratie oder zumindest einer Kleptokratie entwickelt, wo tatsächlich die Tendenzen groß sind, letztlich zum Beispiel gegen Medien vorzugehen, die freie Meinungsäußerung einzuschränken etc. Trump hat auch schon erste Ankündigungen gemacht, dass er zum Beispiel verbieten möchte, amerikanische Fahnen zu verbrennen. Das sind so erste Anzeichen in die Richtung. Aber das ist schon verboten, also das ist schon... Nein, es gibt in den USA keine strafrechtliche Verfolgung für das Verbrennen einer amerikanischen Fahne. Das ist durch das First Amendment hier gedeckt. Mhm. Und Trump hat gesagt, wir möchten Leute dafür einsperren und ihnen sogar möglicherweise die Staatsbürgerschaft entziehen, was überhaupt nicht möglich ist in den Vereinigten Staaten aufgrund eines solchen Vergehens. Und ja, das sind solche Dinge, wo man sich legitim Sorgen machen kann, okay. Er hat auch zum Beispiel viele, viele Journalisten bedroht mit Klagen und so weiter. Wie wird sich so jemand verhalten, wenn er wirklich Präsident ist und die Möglichkeit hat, eben Medien einzuschüchtern, gegen individuelle Journalisten vorzugehen, etc. Und da mache ich mir auch aus Sicht von Projekten wie Wikipedia durchaus Sorgen. Wikipedia ist in den Vereinigten Staaten halt auch deshalb, weil eben hier die freie Meinungsäußerung aufgrund der Verfassung sehr stark geschützt ist. Das kann sich aber durchaus auch ändern. Also auch eben sehr offene Staaten mit einer positiven Verfassung, die freie Meinungsäußerung schützt, können in Autokratien abgleiten. Und das ist halt eine der Sachen, wo sich viele Leute hier im Moment Sorgen drum machen, dass das nicht nur eine konservative Regierung wie unter Ronald Reagan ist, sondern vielleicht sogar etwas noch Düsteres darstellt. Und unter Berücksichtigung von dem, aber auch von anderen Entwicklungen, wo siehst du die Wikipedia in 10 Jahren? Also ich... Auch unter technischen Aspekten sowas. Ja, es ist eine sehr, sehr große Frage. Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine gute Vorhersage innerhalb von 10 Sekunden geben kann. Aber was mir wichtig war, als ich gegangen bin was, glaube ich, auch die Foundation nach wie vor als sehr wichtig einschätzt, ist, dass im Bereich des freien Wissens und der Nutzung von Informationen und Wissen insgesamt die Entwicklung recht klar ist, dass Menschen mehr und mehr Wissen in einer Weise konsumieren, die nicht notwendigerweise an die Lektüre eines langen Artikels gebunden ist, sondern zum Beispiel, dass jemand diesen Amazon-Zylinder in der Küche stehen hat und sagt, Alexa, wann ist so und so geboren? Oder Alexa, wer war in dem Film drin gewesen? Oder Siri oder Cortana oder welche
elektronische Assistent auch immer. Und Google hat ja auch mehr und mehr in seiner Suchfunktion diese Funktion eingebettet, dass man wirklich direkt die Fakten zu einem Thema bekommt oder die angeblichen Fakten zu einem Thema bekommt, die aus irgendwelchen Seiten extrahiert wurden. Und wenn Wikimedia sich nicht erfolgreich positioniert, die Informationen, das Wissen, die Fakten, die Quellen in den Wikimedia-Projekten für diese Art von Nutzung zur Verfügung zu stellen, führt das letztendlich zu einer Degradierung der Qualität der Informationen durch diese neuen Nutzungsformen. Das heißt, Leute werden zwar eine einfachere Nutzung haben, sie können einfache Fragen sehr schnell beantworten, dadurch, dass sie eben einen solchen Assistenten einfach fragen, wann ist so und so geboren, und die Antwort stimmt wahrscheinlich auch, aber wenn es um komplexere Fragen geht oder auch um die schlicht und einfach um darauf, ob diese ob die Informationen korrekt sind, dann schleichen sich dann solche Fehler ein, dass man ja auch bei Google, was man auch bei Google immer wieder mal sieht, dass dann diese Informationen einfach kompletter Schwachsinn sind von irgendwelchen inakkuraten Websites. Jemand hatte auf Facebook gerade auch ein Screenshot gepostet, was passiert, wenn man bei Google Holocaust Denial eingibt, also Holocaust-Leugnung. Und das Ergebnis war bei dieser Suchabfrage, dass das erste Ergebnis bei Google schon eine Stormfront-Seite war mit Gründen, warum der Holocaust nicht stattgefunden habe. Und das zweite Ergebnis erst der Wikipedia-Artikel. Und das war ja schon immer so, dass man, dass der Algorithmus von Google letztendlich sehr wenig darüber sagt, ob diese Informationen tatsächlich vertrauenswürdig, glaubwürdig und wahr sind. Und wenn eben mehr und mehr Funktionen im Bereich des Machine Learning, der automatischen Verarbeitung von Informationen und Extrahierung von Informationen dazu führen, dass Wikipedia selbst den Nutzer nicht mehr direkt erreicht, sondern eben durch irgendwelche Umwege, bestenfalls, dann gibt es eben diese Risiken, dass die Informationen nicht mehr akkurat sind, dass Nutzer nicht mehr daran mitarbeiten können, dass letztlich bestimmte Informationen schlicht gar nicht zugänglich sind. Und das ist für mich einer der wesentlichen Gründe gewesen, in ein Projekt wie Wikidata zu investieren. Dass man sagt, unser Ziel in diesem Projekt ist es wirklich zu sagen, wir haben es mit Wikipedia geschafft, Wissen in der Form von langen Texten verfügbar zu machen. Wie können wir es leisten, dass spezifische Fakten und Aussagen auch in anderen Anwendungszwecken nutzbar sind? Und diese Anwendung von Wikidata, diese Nutzung von Informationen in Wikidata und letztendlich auch die Demonstration durch Wikipedia selbst, was man mit Wikidata machen kann, da ist, glaube ich, noch sehr viel zu tun. Also was mir zum Beispiel vorschwebt, sind Sachen wie, dass man Dinge wie Episodenlisten von Fernsehshows oder die interaktiven Infoboxen, Karten und so weiter, Zeitleisten direkt aus Wikidata heraus generiert und interaktive Widgets eben in die Artikel einbindet, wo man sagen kann, auf einem Artikel zum Zweiten Weltkrieg, dann ist dann dort eben gleich eine interaktive Zeitleiste zu finden, wo man dann auch sehr schnell zu anderen Artikeln navigieren kann, wo Karten zu finden sind. Das würde, glaube ich, auch vielen, vielen Wikipedianern sehr gefallen. Aber technisch ist es bisher immer noch sehr schwierig. Man müsste das, also, wenn man es heute machen wollte, mit irgendwelchen Vorlagen, Basteleien realisieren. Da ist noch viel zu tun, dass diese strukturierten Daten wirklich letzten Endes in konkrete Anwendungen eingebettet werden. Und für mich ist es über die 5 bis 10 Jahre hinweg einer der wichtigsten Bereiche für Wikimedia überhaupt, da mehr zu investieren und mehr zu machen und wirklich zu zeigen durch konkrete Anwendungen, was man heute schon mit Wikidata machen kann. Und auf diesem Wege eine Entdemokratisierung des Wissens zu verhindern. Denn das ist letzten Endes die Gefahr über den Zeitraum von 5 bis 10 Jahren hin,
dass eben durch diese Middlemen, durch diese Firmen wie Google und Apple und andere, die Wissen extrahieren aus offenen und proprietären Quellen, die demokratische Partizipation an diesen Projekten, die offene Partizipation an diesen Projekten, für die for all practical purposes unmöglich gemacht wird. Dass Leute wirklich zwar immer noch Wissen aus Wikipedia und Wikidata konsumieren, aber es ihnen überhaupt nicht klar ist, dass es ein offenes Projekt ist, an dem sie selbst partizipieren können. Da muss die Wikimedia-Gemeinschaft, glaube ich, aufpassen und sicherstellen, dass sie selbst diese Möglichkeiten aktiv nutzt und Teil dieser neuen Nutzungsformen ist, damit sie nicht die Autonomie aufgibt gegenüber kommerziellen Organisationen, die sehr gut darin sind, die neuesten technischen Möglichkeiten für sich zu nutzen. Okay, gutes Schlusswort für unsere Episode. Ich habe noch zwei, drei persönliche Sachen. Ich versuche gerade für den 1. Januar eine Veranstaltung zum Public Domain Day zu organisieren in Berlin. 15 Uhr an der Geschäftsstelle, Katerfrühstück zum Public Domain Day. Das scheint mir so ein bisschen eingeschlafen zu sein, der Public Domain Day an sich. Die Public Domain Day Org gibt es nicht mehr. Aber ich finde es nach wie vor eine faszinierende Idee, dass man eben das feiert und auch darauf hinweist, dass das Urheberrecht in weiten Teilen der Welt eben so funktioniert, dass wenn der Autor 70 Jahre, in manchen Ländern 50 Jahre tot ist, dann am 1. Januar des Folgejahres sein Werk frei wird. Und ich würde mich freuen, wenn weltweit das wieder ein bisschen Schwung aufnimmt und das ein bisschen gefeiert wird. Und ist ja auch in der im Wikimedia Movement ganz gut aufgehoben, diese Initiative. Also das zum einen würde ich gern, dass das ein bisschen, vielleicht kannst du da auch helfen, das irgendwie breit zu treten, dass das ein bisschen was wird. Dann eine Frage. Hast du mal mit Creative Commons auch Kontakt aufgenommen? Das würde ja vielleicht auch. Ich habe ein Info geschrieben, da ist die Mail zurückgekommen, ich musste nochmal nachhaken. Also ich kenne den Geschäftsführer von Creative Commons, da kann ich auch mal eine Introduction machen. Wenn du wirklich dahinter stehst, dass du auch selbst bereit bist, Zeit zu investieren. Also zumindest die Veranstaltung in Berlin habe ich gemacht und ich habe in der deutschsprachigen Wikipedia eine Seite dazu aufgebaut, Wikipedia:Public Domain Day. Wie ist es mit Creative Commons Chaptern? Gibt es die noch? Sind die noch aktiv? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Okay. Da wollte ich auch mit dem Nach, der jetzt bei Wikimedia Deutschland angefangen hat, sprechen, der da, glaube ich, auch noch ganz gute Kontakte hat. Ja. Du hast recht. Also ich kenne den Public Domain Day, dass sie das aufgegeben haben, das habe ich nicht mitbekommen. Also vielleicht haben sie es nicht aufgegeben, aber die Seite ist verödet und ja, genau. Würd mich freuen. Ist mir ein Anliegen, weil ich die Idee toll finde einfach, dass das ein bisschen vorangeht. Dann eine Frage zu Catherine Maher. Die kann Deutsch. Kann die gut Deutsch? So gut, dass ich die in Podcasts holen kann? Wir haben nie Deutsch miteinander gesprochen. Ach so, du weißt es nicht. Nee. Okay, ja, die, weil ich halt hier einen deutschsprachigen Podcast betreibe, auch mit Absicht, weil es eben keinen deutschsprachigen zu dem Thema gibt oder über die Wikipedia, obwohl ich jetzt auch schon von mehreren Leuten angeregt wurde, das auch auf Englisch zu machen. Ein Podcast über Wikipedia. Es gibt ja einen englischsprachigen, aber da ist seit April jetzt nichts passiert. Wikipedia Weekly. Oder genau. Was? Ja, das ist jetzt eher so ein Yearly geworden. Ich weiß nicht. Könnte ich direkt mal nachfragen, ja. Jetzt direkt du, hast du Lust zusammen mit mir das zu machen oder wüsstest du jemanden, der das machen würde? Einen englischsprachigen Podcast? Genau, ein Wiki-Stammtisch auf Englisch. Das würde man dann vielleicht anders nennen. Ja, aber zumindest ab und zu als Co-Host könnte ich durchaus mitmachen. Nicht ein permanentes Commitment würde ich jetzt nicht machen möchten, aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, lass uns mal eine Episode zum Thema Technik machen, bin ich gerne bereit, da zum Beispiel mit zu moderieren. Ah, gut. Nee, ja, es geht mir darum, eben einfach Partner zu finden, die auch mal selber eine Episode machen oder dass man zusammen was macht oder Leute ranbringen, weil zurzeit bin ich noch ein Einzelstreiter und habe bis jetzt noch niemanden gefunden im deutschsprachigen Bereich, der unterstützen würde. Ich kenne das Gefühl.
Also ist nicht, dass es mir nicht auch allein Spaß machen würde, man ist ein eigener Herr und so, aber wenn es nachhaltig sein soll, dann brauche ich Leute, die ich da aktivieren kann. Ja, ab und zu gerne. Okay, dann ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ach nee, bei dir ist der Abend jetzt, einen schönen Abend und eine schöne Feiertage und man sieht sich auf der nächsten Wikimania wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. In Kanada. Fürs Gespräch. Ja. Und bis dann. Tschüss. Ciao. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.